Mein Name ist Dr. Werner Ulrich und ich helfe Menschen, ohne Krankheiten zu leben. Ich begrüße Sie hier in meinem Blog. Zunächst erst einmal folgende Erklärung. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanwendung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendwelcher Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. So, heute haben wir ein interessantes Thema, über das ich nicht das erste Mal spreche, aber es ist umso aktueller und wichtiger. Es geht um die Einnahme von Schmerzmedikamenten und die dabei bestehenden Gefahren. Nun soll das nicht eine Schelte der Pharmaindustrie werden, wie vielleicht hier und da mir vorgeworfen wird, pauschal vielleicht noch. Nein, Medikamente sind ganz wichtig und auch Schmerzmedikamente können eine hohe Bedeutung haben, wenn wir über eine Akutsituation sprechen. Aber hier spreche ich über die Schmerzmittel, die einfach mal so genommen werden und viel, viel zu häufig. Doch was ist zu häufig? Hören wir, was neueste Ergebnisse bringen. Wie Paul Anthony Taylor am 16. Mai 2017 berichtet, ist ein weiteres Mal nachgewiesen worden, und zwar ganz klar nachgewiesen worden, dass Schmerzmedikamente zu ernsthaften Herzerkrankungen führen. Eine neue große Studie belegt ganz klar, und sie ist eben erst veröffentlicht im British Medical Journal, dass nicht steroidale Antiflogastika die Wahrscheinlichkeit zum Herzinfarkt drastisch erhöhen. Diese Medikamente sind nichts anderes als die sehr häufig verabreichten, typisch normalen Schmerzmedikamente. Das sind Medikamente, die zur Schmerzlinderung, Entzündungshemmung und gegen Fieber häufig eingenommen werden. Das geht also uns alle an, wenn es hier um Gefahren im Zusammenhang mit diesen Medikamenten geht. Ich berichtete in der Vergangenheit schon einige Male in Allgemeinmitteilungen darüber, welche Gefahren Schmerzmedikamente mit sich bringen. Ich verweise nur auf ArgelSmart Basic im geschützten Bereich für die ArgelSmart Abonnenten auf meiner Website. Doch nun haben Wissenschaftler festgestellt, dass es eigentlich noch viel schlimmer ist. Noch viel schlimmer, als wir bisher dachten. Die gesundheitlichen Daten von 446.763 Menschen aus Großbritannien, Kanada und Finnland wurden ausgetauscht. Also eine große Menge. Darunter hatten 61.460 Patienten bereits zuvor einen Herzinfarkt erlitten. Als besonders gefährlich erwiesen sich hohe Einnahmen von Ibuprofen. Obwohl die maximale Tagesdosis für Erwachsene mit 1600 Milligramm angegeben ist, zeigt sich schon ab einer geringeren Dosis von 1200 Milligramm pro Tag eine deutliche Steigerung der Infarktwahrscheinlichkeit. Also die Infarkte treten schon früher ein aufgrund einer Einnahme von Ibuprofen. Schon nach einer Woche Einnahme der Schmerzmedikamente droht Herzinfarkt. Das sollte uns zu denken geben. Obschon die größeren Gefahren, die zu erwarten, bei höheren Dosierungen auftraten, bemerkten die Forscher, dass eine signifikante Risikosteigerung bereits dann zustande kommt, wenn diese Mittel in geringer Konzentration über den Zeitraum von einer Woche, einem Monat oder erst recht darüber hinaus eingenommen werden. Also geringe Dosen sind auch schon gefährlich, wenn die über längere Zeiträume eingenommen werden, zum Beispiel über den Zeitraum einer Woche. Dabei können wir uns dieser Gefahr wahrscheinlich ab sofort leicht entziehen und dabei sogar etwas gegen die Ursachen der Schmerzen tun. Lösungen finden Sie im Shop. Unten ist angegeben und hier eingeblendet der Link dazu. Im Shop Schmerzfrei Leben werden Sie sicherlich fündig und können Zwischenfälle wie Herzinfarkt ausgelöst durch die Schmerzmedikamente vermeiden. Dort im Shop sind zu empfehlen Vivotone Premium, das ist das weltweit kleinste und effektivste Hochtonfrequenztherapiegerät. Des Weiteren empfehle ich Agilcare und Agilcare Pro. Das die Ursachen
der schmerzhaften Zustände bekämpft. Damit sind sie höchstwahrscheinlich erfolgreich. Und ich empfehle auch Agile Flow zur Verbesserung der Sauerstoffversorgung der Zellen, denn wir wissen, Schmerzen, Entzündungen hängen zusammen und die gibt es nun mal aufgrund verringerter Sauerstoffversorgung. Und die können wir regulieren bzw. annullieren, normalisieren durch Agile Flow. Sehen Sie sich um im Shop und Sie wissen mehr und Sie sind sicherer. Sicherer vor Schäden durch Medikamente. Diese hier aufgezählten Lösungen des Shops haben den Vorteil, dass damit keine unerwünschten Nebenwirkungen, Gefahren, Folgeerkrankungen oder sonstige Risiken verbunden sind. Aufgrund der mit den Schmerzmedikamenten verbundenen Risiken und eingetretenen Zwischenfälle meine ich, dass die Öffentlichkeit eine wesentlich kritischere Haltung zu Ibuprofen und den anderen Schmerzmitteln einnehmen sollte. Es sollte um die Ursachenbehandlung der Erkrankung gehen. Das ist doch eigentlich klar. Doch diese vermeidet offensichtlich die Pharmaindustrie. Kennzeichnend für das pharmaorientierte Medizinverständnis ist das Hintanstellen, Krankheitsursachen anzugehen. Im Wissen, dass eine Beseitigung der krankmachenden Ursachen und erst recht die Vorbeugung eine klare Bedrohung des billionendollarschweren Geschäfts mit synthetischen Arzneimitteln darstellt, konzentrieren sich Pharmahersteller darauf, Symptome zu kaschieren. Patienten haben dabei den unberechtigten Glauben, dass durch die Einnahme der Medikamente ihre gesundheitlichen Probleme verschwinden würden. Das Gegenteil jedoch ist der Fall. Während der Einnahme der Medikamente bestehen die für die Erkrankung ursächlichen Defizite des Mangels an Mikronährstoffen weiterhin fort. Ja, sie werden sogar noch drastischer entwickelt. Durch die Medikamenteneinnahme zusätzlich lebenswichtige Nährstoffe werden ausgeleitet. Das trifft für 150 Klassen von Medikamenten nachgewiesenerweise zu. Auf die fast immer mit Medikamenten verbundene Nebenwirkung wird leider im Weiteren nicht reagiert. Im Gegenteil, es werden weitere Medikamente verschrieben. So arbeiten leider Ärztinnen und Ärzte freimütig mit dem Verschreiben von Medikamenten und tun dort nichts Gutes. Weitere Nebenwirkungen kommen nämlich hinzu durch dieses Verschreiben von Medikamenten. Zum Teil gibt es dieses Wissen bereits seit Jahrzehnten. So ist etwa im Fall des häufig verschriebenen Medikaments Aspirin seit mehr als 80 Jahren bekannt, dass es zu einer Verarmung an Vitamin C führt. Und das ist gefährlich. Kurz gesagt, je mehr Medikamente Patienten erhalten, desto stärker ist der Einzug an essentiellen Mikronährstoffen und desto schlimmer wird ihr Gesundheitszustand. Es ist keine Änderung in Sicht. Solange die Profitlage weiterhin so existiert, wie sie ist, ist keine Änderung des Systems in Sicht. Wir haben ein auf Profit orientiertes Gesundheitswesen. Das mussten wir leider schon öfter zur Kenntnis nehmen. Und dieses auf Profit orientierte Gesundheitswesen wird mit aller Macht von den vielen Profiteuren und deren großer Macht verteidigt und beibehalten. Die Schmerzmittel stehen gegenwärtig auf Platz 3 der einträglichen Umsatzliste der Pharmaindustrie, gleich nach den Diabetikerpräparaten und den Krebsmitteln. Die Schmerzmittel brachten im Jahre 2015 einen Umsatz von ca. 56 Milliarden US-Dollar. Das fällt zwar gegenüber den Chemotherapeutika bei Krebs mit 300 Milliarden US-Dollar ab, will sich jedoch die Pharmaindustrie auch diesen Betrag nicht nehmen lassen. Noch gilt der Satz, die Pharmaindustrie ist nicht interessiert an Menschen, die keine Medikamente einnehmen. Das hat für viele Menschen Folgen. Doch sie haben es mit ihrem bereits erworbenen Wissen hier gerade im Bereich Agile Smart in der Hand, wie sie weiterleben. Verbessern Sie Ihre Lebensqualität durch die im Shop Schmerzfrei Leben bereitgestellten Lösungen. Gehen Sie einfach in den Shop und nutzen Sie die Lösung. Wenn wir schon kein besseres Gesundheitswesen bekommen, so nutzen Sie wenigstens Ihre individuelle Chance zu leben ohne Krankheit. Im Informationsdienst Agile Smart können Sie dazu Ihr Wissen erweitern und auf dessen Basis frei entscheiden für Leben ohne Krankheit. Zum heutigen Thema schlage ich vor, sich im Wissensumfang von Agile Smart umzusehen.
Und nehmen Sie teil am dort für alle Smart-Abonnenten kostenlosen vierteiligen Kurs mit dem Namen Zellularmedizin. Um AGS Smart Abonnent zu werden, wenn Sie also das noch nicht sind, dann genügt ein Beitrag von 1 € pro Monat und Sie haben den sofortigen vollen Zugang zu allen Informationen, die jetzt schon bestehen. Und natürlich zusätzlich zu den neuen Informationen, die hinzukommen, wenn Sie dabei bleiben. Später kostet das Abonnement monatlich 7 €. Es ist jederzeit stornierbar, wenn Ihnen das nicht mehr gefällt oder nicht mehr ausreicht. Der Beitrag von 1 oder 7 € ist gut angelegtes Geld für Ihr Leben ohne Krankheit. So, nun hoffe ich, Sie nicht nur informiert zu haben über einen wichtigen Zusammenhang zwischen Herzinfarkt und der Einnahme von Schmerzmitteln, sondern ich hoffe auch, dass ich Ihnen eine Lösung geboten habe, wenn die auch nur individuell für Sie besteht. Ich bedanke mich, bleiben Sie gesund.